Hallöchen zusammen, wenn ihr erlaubt, nehme ich euch mal kurz aus dem Winter und wir gucken uns mal zusammen an, was da in der nächsten Woche kommen könnte. Denn der Hauptlauf des amerikanischen Modells rappelt ganz schön. Am vergangenen Sonntag hatte er noch für die nächste Woche Tageshöchsttemperaturen drin von minus 15 Grad. Und jetzt müssen wir uns über die plus 10 Grad in der nächsten Woche unterhalten. Also die Milderung deutet sich an. Aber wie stark wird das Tauwetter sein? Man darf ja nicht vergessen, es liegen jetzt verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Schnee. Dieses Wasser muss ja irgendwo hin. Und was das bedeuten kann, wenn so viel Schnee so schnell abtaut, haben wir ja in der letzten Woche am Rhein gesehen mit den steigenden Flusspegeln. Deswegen gucken wir uns mal an, wie stark die Milderung denn sein wird. Und dazu gehen wir erst einmal in das Temperaturdiagramm für den Großraum Hamburg. Und hier kann man erst einmal sagen, bis Montag, Dienstag bleiben wir im Dauerfrost, auch tagsüber. Das heißt, der Schnee, der da jetzt runtergekommen ist, der bleibt bis dahin liegen. Und nachts haben wir es dann mit ganz klirrekalten oder gesäßkalten, wie man möchte, zweistelligen Nachttemperaturen zu tun. Aber man sieht eben, es geht langsam aber sicher, vor allem tagsüber dann zur Mitte kommender Woche in den Plusbereich. Rutschen wir ein bisschen weiter nach Süden, Richtung Teutoburger Wald. Auch hier sieht es ähnlich aus. Bis Montag, Dienstag hält der Dauerfrost nachts mit weit zweistelligen Tiefstwerten. Auch über Tag sind wir klar im Dauerfrostbereich. Aber auch hier geht es langsam aber sicher nach oben mit leichten Plusgraden dann zur Mitte kommender Woche. Etwas milder wird es da wohl hingegen im äußersten Westen sein, im Rheinland. Hier bleiben wir einschließlich bis Samstag, Sonntag im Dauerfrostbereich, aber dann geht es relativ zügig hoch. Vor allem die Tageshöchstwerte sind dann am Dienstag, Mittwoch schon bei 6 oder 5 Grad, vielleicht sogar 7. Muss man mal abwarten. Aber hier wird auf jeden Fall dann Tauwetter einsetzen. Und da, wo das mit dem Tauwetter noch ein bisschen auf sich warten lässt, ist der Großraum Harz. Hier ist es auch sonst so am kältesten mit minus 20 Grad in der kommenden Nacht, vielleicht sogar etwas weniger. Und ansonsten dümpeln wir so bei minus 11, minus 16, minus 17 Grad rum, auch über Tag, Dauerfrost. Und hier gibt es zwar auch die Milderung, aber selbst die wäre noch im Dauerfrostbereich zur Mitte kommender Woche. Gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken uns mal die erweiterte Mittelfrist an. Das Diagramm hier kennt ihr. Hier ist die 0-Grad-Linie. Diese weiße Linie hier, das ist der gemittelte Temperaturlauf für 2 Metern Höhe. Und hier die bunten Linien, das sind alles Einzelberechnungen. Das gleiche System gibt es hier unten für die Niederschläge. Und vor dem 17., wie gerade schon gezeigt, ist es überall im Dauerfrostbereich, aber dann geht es eben rauf. Und die meisten dieser Modellläufe möchten gerne die milde Variante. Vor allem der Hauptlauf, der ist jetzt deutlich milder geworden und geht fast bis an die 10 Grad ran. Und wenn wir mal gucken, wo wir herkommen, von minus 10 und unter minus 10 Grad, dann sind das mal eben 20 Grad Temperaturunterschied binnen einer Woche und lokal ist der sogar noch ein bisschen größer. Aber welche Wetterlage steckt denn dahinter und wird das wirklich so mild? Die Wetterlage, die uns dann bevorsteht ab dem 18., also nächste Woche Donnerstag, wären die Hochs im Süden, das recht kräftige Tief auf dem Atlantik, das Kaltlufttief immer noch über dem Osten Europas und dieses Hoch, was wir jetzt auch schon haben, nur dass es jetzt weiter westlich liegt. Es liegt nächste Woche weiter östlich und würde die Kaltluft somit mehr oder weniger an uns vorbeiführen. Sie wäre nur noch im Osten Deutschlands vorhanden und im Westen käme dann ja die Südströmung rein, das heißt mildere Luft zu uns. Und man kann da auch eine ganz klare Grenze ziehen, eben von der etwas milderen Luft zur deutlich kälteren Luft. Ein Tag weiter rutscht dieses Hoch weiter Richtung Osten. Hier wäre dann also noch mehr Platz für die milde Variante. Allerdings kommt die über Hochdruck rein, das heißt mit wenig Wind. Und das wischen wir mal alles jetzt beiseite und wir gucken uns mal diese Linien hier an. Das sind die sogenannten Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks. Je weiter die auseinanderliegen, umso weniger Wind gibt es. Je enger die zusammenliegen, wie hier beispielsweise, umso mehr Wind gibt es. Und hier sind die relativ weit auseinander. Das heißt, so viel Wind ist da jetzt gar nicht im System. Und wenn wir mal ranzoomen, dann sehen wir, dass wir noch relativ viel Kaltluft im Osten haben. Gemäßigte Kaltluft über der Mitte mit wenig Wind und auch noch im Westen Niedersachsens. Aber im Rheinland, da kommt schon deutlich mildere Luft an. Hier würde dann so ein richtiges Schmuddelwetter stattfinden, mit ein bisschen Nieselregen, Temperaturen so zwischen 6, 7, vielleicht auch 8 Grad plus. Richtung Niedersachsen und Mitte wäre es dann eher so Nebel, vielleicht mal Nieselregen. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad plus. Was auch gut ist, denn damit würde der Schnee jetzt nicht allzu rasch wegtauen, sondern
sukzessive immer mal ein bisschen und das kann der Erdboden auch schlucken. Hoffen wir mal, dass es so bleibt und dass es nicht zu schnell taut. Das allerdings ist der aktuelle Trend. Wir gucken uns dann übermorgen an, ob sich das Ganze so verfestigt oder ob es nicht doch vielleicht wieder eine Rolle rückwärts macht in Richtung kalt. Man kann gespannt sein.